Hallöchen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Mein Name ist immer noch LasLP. Du kannst immer noch das Video liken, den Kanal kostenlos abonnieren. Wir spielen heute Seaside Story. Soll ein gemütliches Game sein, in dem wir Fischer werden. Legen wir los. Oha, was ist denn hier passiert, sag mal? Oh, der Hund. Oh, guck mal, der Hund ist voll traurig. Wir gucken mal, was er zu sagen hat. Start the game. Hallo, wow, wow. Hallo, du, ich bin Bubbles. Wenn du bereit bist, beginne dein Abenteuer. Drücke Start Game. Okay, Start Game. Das klingt gar nicht gut. Ist das ein Meerjungfrauenmannhund? Oh, du bist endlich aufgewacht. Ein ganz verrückter Sturm ist über uns drüber hinweggerollt und hat dich voll ausgenockt. Zum Glück waren meine Freunde und ich hier in der Nähe, um dich zu retten. Wir müssen den Leuchtturm wieder reparieren. Fischen ist der Weg des Lebens hier in der Umgebung. Also, lass uns anfangen. Okay. Das sieht ja mega cool aus. Ich finde, das sieht mega cool aus. Das hat so einen Comic-Look irgendwie. Ich mag das total. Also jetzt schon. Aber ich nehme hier diese ganzen Würmer mit. Wahrscheinlich ist das sind das unsere Köder, ne? Ich nehme die mal alle mit. Was sind das denn hier alles für Meerjungfrauenhunde? Auch mal unter uns, ne? Das hier, diese Charaktere und so machen die Bedrock schon cool. Fisch, 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 Fisch. Wenn du irgendeinen Fisch zum Verkauf machst, dann komm zu mir und red mit Pili Pete. Er kauft jeden Fisch, egal für welchen Preis. Pili Pete hat so ein Spiel, das heißt der Fang des Tages. Wenn du zu viel Fisch von derselben Sorte an Pili Pete verkaufst, dann wird er aufhören, Sachen bei dir zu kaufen, weil er wird krank, wenn er immer dieselben Sachen bekommt. Also sorg dafür, dass du abwechslungsreich angelst. Okay, wie cool ist das denn bitte? Emma, Boote sind Leben. Ich würde eher ein Boot nehmen als schwimmen. Bei diesen Booten kannst du sogar rumlaufen und Fisch an Deck ziehen. Wirklich verrückt. Und an der Bootswerkbank kannst du neue Boote kaufen. Okay, und wenn das hier repariert ist, können wir auch Upgrades kaufen. Okay, hier halt so, ne? So, können wir ein Bötchen kaufen, brauchen wir 24 Sanddollar. Und für 24 Sanddollar müssen wir natürlich angeln und das Pelipid verkaufen. Hi, mein fischender Freund. Ich bin hier, um dir beizubringen, wie man das so richtig macht. Die Regeln des Angelns sind, wenn der Fisch müde ist, musst du die Leine einholen. Wenn der Fisch wütend ist, musst du chillen. Okay, so einfach ist das also. Das ist ja cool. Wie gut ist das denn? Guck mal, jetzt der Fisch aggro. Rast voll rum. Boah, das Angeln ist so gut gemacht. Können wir das bitte in Minecraft richtig so machen? Das ist ja mega gut gemacht. Und jetzt der müde. Yay, ich hab einen Guppi. Nice, ich hab einen Guppi gefangen. Wie cool. Ja, 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 ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, Guppi. Was denn jetzt passiert? Oh, wie cool ist das denn? Nessie 1. Kann ich damit fahren? Mein neues Boot. Du, 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 du. Mein neues Boot. Schubidudu. Neues Boot. Du, du, du. Okay, wir müssen auch Korallenmist einsammeln. Also quasi Müll aus dem Meer fischen. Suchen wir nochmal unser Glück. Da hinten, der da. Da, den hätte ich gerne. Der soll mal hier anbeißen. Beiß mal an jetzt. Beiß an jetzt, los. Da. So, aggro, aggro, aggro. Müde. Ein Pottfisch. Ja, cool. Wir sollten das vielleicht mal verkaufen, gucken, wie viel wir bekommen, ne? Okay, für einen Pottfisch 1, für einen Guppi 4. Das heißt, wir können jetzt so machen. Zack. Oh, guck mal. Food Chain 2. Okay, das ist ja cool. Gucken wir mal gerade, wo mussten wir den Müll nochmal abgeben? Bei Caroline, ne? Wer ist denn Caroline? Was ist hier oben überhaupt? Lass mal hochgucken. Hallo, hallo. So sweet einfach. Wen haben wir hier? Yogi. Das ist dein neues Zuhause. Der Sturm hat es halt ein bisschen kaputt gemacht, ne? Aber es ist deins. Da ist ein Bett drin, dann kannst du schlafen. Ich irgendwie aufräumen. Kann man das hier so wegräumen oder so? Wir sind ein paar Betten. Wer wohnt noch hier? Sag mal. Ja, so, dann schlafen wir mal. Komm, es wird eh dunkel, schlafen wir. Blim, 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 Tag 2. Gestern hast du 7 Fische gefangen. Okay, cool. Das Beste, was du gestern gefangen hast, war ein Guppi. Mhm. Ah, das ist der Leuchtturm, den wir reparieren müssen. Deswegen kommen wir da auch nicht rein, ne? Wer bist du denn? Clyde. Das ist der Architektentisch. Benutze Sanddollar und du kannst verschiedene Upgrades für die Insel kaufen. Mhm. Wenn du das Lighthouse, also den Leuchtturm,
repariert hast, kannst du andere Strukturen upgraden. Okay, es gibt irgendwo noch eine Höhle. Ich will gar nicht weiter reden. Wo ist die Höhle? Ach, das ist die Höhle. Da kommt man wahrscheinlich noch gar nicht rein. Wie gut ist das denn gemacht, bitte? Der große Fisch hat den kleinen Fisch gefressen und ist jetzt an der Angel. Ein Paftfisch. Ich habe einen Fisch im Fisch. Ein bisschen grausam, aber okay. Upi. Ich verkaufe nochmal und dann müssen wir nochmal gucken. Komm her, hier. Guck mal. Den hier. Zack, zack, zack und zack. Jetzt haben wir 29 Sanddollar. Was war denn jetzt hier genau genommen? Ach, Nessibo. Ja, aber Nessie habe ich doch schon. Ne, Nessie steht doch da drüben. Oder ist das nicht meine? Ich muss, glaube ich, echt erst den Leuchtturm machen. Vorher geht nichts anderes, ne? Leuchtturm. 32 Dollar brauche ich dafür. Ich habe 29. Okay. Da ist ein dicker Fisch. Ich will den dicken Fisch. Die sehen so cool aus, die Fischis hier. Dicker Fisch, da ist eine Angel. Geh dran. Dicker Fisch. Dicki. Dicki, beiß an. Ob man die großen Fische nur kriegt, indem die Kleine an der Angel fressen? Ich glaube, der beißt so nicht an, ne? Ein Pottfisch. Mann, der Dicke beißt nicht an. Der ist ja doof, der Dicke. Guck mal, der sieht einfach aus wie ein Angry Bird. Der sieht einfach aus wie ein Angry Bird. Also Angry Birds sind eigentlich Fische. Haben wir das auch gelöst, das Rätsel? Hier, guck mal, nimmst du mal den da und den da. Und jetzt haben wir genug Geld, das, ich will immer sagen, Leuchtfeuer, ne? Den Leuchtturm zu reparieren oder zumindest einmal zu upgraden. Komm mal her hier. Zack. Boom. Und jetzt, was hat mir das gebracht? Du hast den Leuchtturm repariert. Okay, guck oben im Leuchtturm nach Neuem. Yay, endlich dürfen wir hier rein. Juhu. Oh, wir können mit dem Teleporter-Pad gleich hoch. Ist hier irgendwas? Nö. Okay, kann ich das nehmen? Och, schade. Wäre schön gewesen. Okay. Cool. Gibt's hier noch mehr? Wow, wie cool. Ich dachte echt, hier unten, das wäre unsere kleine Welt und das war's. Aber da drüben ist ein ganzer Hafen. Wie cool ist das denn? Aber erstmal gehen wir schlafen. Erstmal, ja, deswegen haben wir auch wahrscheinlich die Dame für den Müll nicht gefunden, weil wir müssen rüber auf die andere Insel, ne? Natürlich müssen wir den Müll rüberschippern auf die andere Insel. Mhm, Port Starboard. Okay. Erikus. Du siehst ziemlich weird aus. Hallo, Erikus. Ah, Bluebird, alter Mann, der hat keine Ahnung, aber manchmal muss der immer seine Nase ins Zeug stecken, ne? Wenn der Mond aufsteigt, dann komm zu mir in die Back Alley. Ich weiß nicht, er ist auf jeden Fall so ein kleiner Geheimniskrämer. Vielleicht ein Dieb oder so, ich weiß es nicht. Wie geil ist das denn? Das sind coole Credits. Das ist ja cool gemacht. Voll gut. Von Game Mode One. Ich kann die Map nur empfehlen. Die ist sogar kostenlos, glaube ich. Legenden und Mysterien haben mich schon immer interessiert. Aber mein neuestes Boot-Design dreht sich um das berühmte Loch Ness-Monster. Ich nenne sie Nessie. Ach, daher kommt der Name Nessie. Also für die Boote. So, okay. Jules. Oh, guck mal, die Riesenaugen. Ein Baby-Oktopus mit einem Axolotl oder so. Normalerweise glaubt mir niemand, aber ich habe so eine komische Krabbe auf der Lichthausinsel gesehen. Ich schwöre, sie war so groß wie Moby. Ich hatte Angst und bin weggelaufen, aber ich habe sie nicht nochmal gesehen. Oh, ich glaub dir. Ich glaub dir, kleiner Oktopus. Hortens. Sie alle aussehen wie komische Fische. Also das ist ein Seepferdchen. Das sieht sehr cool aus. Sehr, sehr cool, das Seepferdchen. Ich habe gehört, dass einige von unserem Stadtvölkchen sehr daran interessiert sind, mysteriöse Wasserkreaturen zu finden. Einer dieser Legenden ist halt wahr gewesen. Hab mit Fisch, okay. Wir können also jeglichen Fisch hier quasi abgeben. Die drei haben wir schon gefangen, die zwei gibt es noch zu fangen. Also die sehen schon gruselig aus. Guck mal, der hier, okay. ich mach das Aquarium kaputt. Ich hab das Aquarium. Oh, hier gibt's noch mehr. Kelp, Rocketfish, Featherfin. Was kann man denn alles sammeln hier? Snout Shark, Rainbow Shrimp, Makrel, Gnarljaw, Spectre. Oh, man kann richtig viel fangen, ne?
Aber wir haben ja auch den Ozean freigeschaltet, deswegen sollte das eigentlich kein Problem sein. Ich dachte, ich kann da gucken. Ultimate Dragons. Okay. Verstehe ich nicht die Ecke? Ach, wie cool. Wenn wir die alle gesammelt haben, schwimmen die dann hier rum. Wir können uns die angucken, ja? Das ist ja nice. Das ist ja richtig nice. Okay, gefällt mir gut. Wissen wir aber immer noch nicht, wo Caroline für den Müll ist. Oh, hallo. Wer bist du denn? Captain Bluebird. Bowie. Diving Flippers. Fishing Rod. Fishing Netz. Das Fishing Netz erlaubt es dir, Krabben zu fangen. Und Müll. Crab Trap. Was gibt es denn hier alles? Das schaffen wir gar nicht alles in einem Video. Hi, was hast du denn so im Angebot, sag mal? Es gibt so viele Sachen, so viel Equipment, so viele Geheimnisse und... Oh boy. So, wen haben wir denn hier, sag mal? Wer bist du? Oh, Coraline. Nicht Caroline. Hi, I'm Coraline. Seecleaner. Okay, also die räumt den Ozean auf, ne? Okay, wir müssen halt Müll sammeln für die, ne? Dann baut die eine schöne Statue aus Müll. Captain Krill. Ach, das ist der Piraten-Captain. Ahoi. Ich bin Captain Krill. Ein Pirat muss immer sein Schwert bereithalten. Vor allem, wenn er auf Abenteuer in den Cape-Wald geht. Yeah. Gehen wir mal zu dem Schiffswrack, würde ich gerade sagen. Nehmen zwischendurch noch ein bisschen Müll mit, ne? Klar. So, sind wir mal beim Schiffswrack. Was ist denn hier, sag mal? Also hier ist schon mal nichts. Wir können hier maybe angeln. Wir müssen auch verschiedene Angelköpfe quasi kaufen, damit wir größere Fische angeln können. Wir können das nicht einfach so, hab ich eben gesehen. Also wir hätten den Dicken gar nicht fangen können. So, ist hier noch irgendwas drin? Nö, ist hier auch nicht. Ich glaube, hier kann man einfach gechillt angeln, ne? Aber wir müssen uns ein Krabbenfangnetz kaufen, ne? Weil die bringen halt mehr Geld. Also da war jetzt so ein kleiner Fisch, der von einem Guppi gefressen wurde. Und der Guppi wurde hier von dem Pufferfisch gefressen. Also ich hatte jetzt einen Fisch. Ich glaube, hier bei diesen Schwärmen kann man anhalten, kann halt mit diesem großen Netz dann gleich ganz viel auf einmal fangen, ne? Aber dafür müssen wir halt erstmal quasi Kohle machen, damit wir uns dieses Netz leisten können. Oh, warte mal, können wir die eigentlich mit unserer Angel angeln? Jo, die beißen an, weil die bringen mehr Geld, habe ich gesehen. Das ist ja gut. Zack, ein Paddletail. Wir bringen nämlich mehr Geld. Nice, ich nehme gerade ein paar Paddletails mit. Pilipi, ich bin wieder am Start. Dankeschön, guck mal hier. Wow, bringt zwei. Naja, bringt auf jeden Fall mehr als die anderen Fische, ne? Aber okay, wir gucken mal, ob wir was shoppen können. Coraline. Hier, was mit der Statue? Willst du mal probieren? Hat die jetzt eine... Ach, hier in der Mitte, guck mal. Ach, wie cool. Hier kommt eine große Korallenstatue hin. Das ist ja cool. Okay, ich bringe dir mehr Müll. Ist okay. So, Captain Bluebird, was hast du denn hier, sag mal? Guck mal, hier zum Beispiel eine Crab Trap, ne? Ist eigentlich auch cool. Das ist eigentlich ganz cool, ne? Das Fischernetz oder die Crab Trap. Wobei, wir brauchen eigentlich den hier, 48, dann können wir alles angeln, ne? Wir nehmen mal das Fischernetz einmal und dann sammeln wir 48 für den Everything Blooperder. Damit können wir dann nämlich alles angeln. Jetzt gucken wir mal gerade, was hier oben ist. Ob hier oben noch irgendwas ist, ich glaube nicht. Ne, hier ist einfach der... Hier wohnt er einfach so. Wir rennen immer in anderen Leute Häuser rum, weil... Ja, wir dürfen das halt, ne? Wir sind halt ein bisschen Fame und so. Wir sind der Einzige, der hier Fisch rankarrt, ne? Und die haben halt Hunger, deswegen dürfen wir auch überall rein. Guck mal, hier ist jetzt einerseits Müll. Den können wir jetzt auch so einsammeln. Warum auch immer man das machen sollte, ne? Aber wir können jetzt auch Krabben so fangen. Ich hoffe, mehr als eine. Wir müssen mal gucken, ob wir eine Krabbe finden. Kann ich die jetzt so... Okay. Ich habe eine Krabbe gefangen. Gut. Finde ich gut. Nochmal Fischis verkaufen. Jetzt haben wir auch Krabben, ne? Guck mal hier so. Zack. Bringt einfach mal 6. Voll gut. Krabbe. Fischi. Krabbe. Fischi. Krabbe. Fischi. Krabbe. Ja, guck mal, jetzt haben wir schon 62. Jetzt können wir schon den großen Blooper holen. Booper. Und dann müssen wir mal gucken. Also wir können ja auch noch upgraden, ne? Wir dürfen halt eben nicht vergessen, dass wir nicht nur Ausrüstung haben, sondern auch upgraden können. Wer bist du denn da? Hier gibt es so viele NPCs einfach. Wer bist du? Major Nautilus. Ja, also Bürgermeister Nautilus. So, pass mal auf, jetzt können wir nämlich hier hingehen und können... Haha, zack. Das haben wir schon gekauft. Ne, jetzt können wir nämlich ihn hier kaufen. Booyah!
ja, der Everything Booper. Damit können wir dann, also können wir einfach alles angeln. Everything Booper equipped. Yay, Pufferfisch oder was auch immer für Fische. Beiß mal an hier, das sind so Riesenfische. Ja, nice, ich will so einen Riesenfisch. Komm her. Sei müde jetzt. Danke. Ach, das ist so ein Papageienfisch, der sah so groß aus. Wir haben aber alles, was wir brauchen, um ein richtiger, richtiger großer Angelmeister zu werden. Und ich glaube, ich mache eine zweite Folge, wo wir dann der Taucher werden und mal die Urhaie und so suchen, die es ja hier geben soll, zumindest einen. Und wir upgraden in der nächsten Folge alles. Ich sag vielen lieben Dank. Du kannst das Video noch gerne liken, wenn es dir gefallen hat, den Kanal kostenlos abonnieren und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao mit V.